So, wir sind zurück bei Subnautica Live auf Twitch bei Pepes Welt. So, ich bin jetzt mal ein bisschen offscreen, beziehungsweise nicht live durch die Gegend. Also bei Twitch hat man es gesehen, aber für YouTube habe ich es jetzt nicht aufgezeigt. Ein bisschen sinnlos durch die Gegend gelaufen, verschiedene Sachen ausgesucht und jetzt meine ich, was gefunden zu haben. Ich bin es hier beim Tauchen. Ich bin tatsächlich nochmal runtergetaucht hier in der Krebsstation und ich habe was gefunden, wo es weitergeht. Ich bin aber jetzt noch nicht weiter getaucht, deswegen eventuell ist es ein Rohrkrepierer und wir haben hier nochmal eine Such- und Find-Folge oder ich habe tatsächlich was gefunden, wo es weitergeht. Deswegen machen wir jetzt hier mit der Folge weiter. Ich bin hier schon im Wasser und wenn ich nämlich jetzt hier runtertauche, so, dann kann ich nämlich, wo war es? Genau, hier nämlich durchtauchen, konnte ich zumindest. Verdammt, wie komme ich da jetzt wieder rüber? Hallo? Moment. Muss ich erst wieder den Eingang finden? Hier war er. Genau. Hier war der Eingang. So, und jetzt kann ich nämlich hier rübertauchen. Und hier geht es nämlich jetzt an eine Stelle, wo ich noch nicht war. Also hier sind wir jetzt wirklich live wieder bei etwas, wo ich noch nicht war. Und hier geht es nach oben. Kann man sogar Luft holen. Okay, jetzt sind wir hier irgendwo, wo es wieder was Neues gibt. Okay. Eventuell kriegen wir hier den Captains Code. Aua! Okay, wir müssen hier wohl nach unten. Und hier scheint es auch zu brennen. Deswegen ist das hier mit dem Auftauchen zwar möglich, um kurz Luft zu holen. So, aber jetzt, dann schwimmen wir hier mal nach unten. Okay, hier ist was. Was ist das? Datenkonsole. Ah, der Flugschreiber, okay. Okay, das war das Ding. Okay, hier geht es sogar weiter. Wollen wir das machen? Oh, hier gibt es eine Tür zum Aufschneiden. Das machen wir doch direkt. Luft haben wir ja noch. Und zur Not wissen wir ja, hier können wir Luft holen. Okay, dann gibt es hier doch noch einiges zu entdecken. Ich wusste doch, dass es nicht das Ende sein kann. So, wo sind wir hier? Was gibt es hier? Gibt es hier eventuell Luft? Nein, gibt es nicht. Gibt es hier schon wieder eine Tür? Vermute mal, hier kann ich jetzt doch, hier kann ich auch durch. Was ist das hier? Kann ich aber nichts machen. Steht hier irgendwas? Nein. Gut, noch habe ich Luft. Oh, hier ist ein PDA. Gibt's hier, oh ja, hier gibt es Luft, okay. Dann kann ich mich also hier nochmal umschauen. Jetzt sind hier lauter gesperrte Türen. Okay, dann schauen wir mal. Gehen wir mal nach oben kurz. Und hier ist eine Versorgungskiste. Eine Batterie. So, jetzt sind wir hier gerade mal an Land. Eventuell. Ja, von wegen an Land. Jetzt sind wir an Land. Feuerlöscher. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Doch, es bringt was. Okay, hier geht es auf jeden Fall nach oben. Jetzt lese ich aber mal kurz, was ich gefunden habe. Ja, Laborzugang. Wenn Sie Ihre Ausrüstung verbessern wollen, verwenden Sie die Modifizierungsstation im vorderen Bereich oder rufen Sie die vorkonfigurierte Ausrüstung aus dem Labor neben der Datenspule ab. Zugangscode 6483. Ist das das da unten gewesen? So, die Flugschreiberdaten. Hochgeschwindigkeits-Energiepuls auf der Planetenoberfläche, Notfallsignal per Langstrecke, altere Rauchposten gesendet, Einschlag, Rettungs, blablabla, Notfall-Evakuierung.
Manuelle Rettungskapseln F1 bis 25, Eintritt Atmosphäre, Notsignal von 8 Rettungskapseln empfangen. Lebenszeichen weit Umkreis bei T plus 8 Stunden. Vermisstes Personal, Wartungsingenieur für nicht lebenswichtige Systeme, Riley Robinson, eventuell bin das ich. Rettungsplan von Altera Zentrale weitergeleitet, Überwachungssysteme ausgefallen bei T plus 13 Stunden. Okay, also ich habe jetzt einen Code, 6483. Ich vermute mal, das ist der da unten. Gibt es auch noch mal eine Tür? Nee, durch die komme ich nicht durch. Ich laufe aber jetzt mal hier hoch. Und hier gibt es einen frischen Feuerlöscher, den nehmen wir doch gerade mal. Okay, das scheint mir stark danach auszusehen, als könne ich das wegnehmen. Ah, Energiequelle wechseln, ja. So, machen wir den Weg da hoffentlich jetzt nicht selber zu. Oh, okay, wo sind wir jetzt gelandet? Irgendwo draußen auf der Aurora. Das sind schon wieder diese dämlichen Viecher. Ich habe kein Messer dabei. Also ich habe natürlich habe ich ein Messer dabei, aber ich muss es mir erstmal kurz wieder ins Inventar ziehen, nachdem ich mal kurz was getrunken habe. Wo ist es? Wo ist es hier? Was braucht man denn hier gerade nicht? Hier draußen brauchen wir keinen Feuerlöscher. So, liebe Viecher, wo seid ihr? Traut euch, kommt her. Nummer 1 ist weg. Na super. Das flieht von mir. Okay. Gibt es denn hier überhaupt was? Hat mir das was gebracht? Hier gibt es eine Versorgungskiste. Ist das schon alles dann? Einmal Wasser. Nee, hier kann ich zu irgendwelchen anderen Be Bereichen wahrscheinlich rüberlaufen. Und mich von diesen dämlichen. Ach nein, oder? Tatsächlich. Ach, hier geht. Ich hätte so viel einfach, oder was heißt einfacher haben können, aber hier hätte es noch einen zweiten Zugang gegeben. Okay. Ich habe den zweiten Zugang quasi jetzt eben gefunden. Interessant. So, du bist auch tot. Jetzt ist nur noch einer unterwegs, der vor mir geflohen ist. Okay, also gibt es hier gar nichts Interessantes. Das ist jetzt quasi nur der zweite Zugang, den man jetzt freigelegt hat. Okay, gut zu wissen. Ja, dann gehe ich doch jetzt mal hier nach unten. Wo ist meine Taschenlampe? Hier. So, ist das hier jetzt der Laborzugang? Dann brauche ich hierfür den Code Nummer 6483. Schauen wir doch gerade mal. 6. 4, 8, 3. Ja, das ist das Labor gewesen. Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. So, jetzt haben wir hier noch ein PDA. Integrating new PDA data. Brauche ich das? Mikroskop habe ich schon. Großen Probenbehälter. Ich denke, das brauche ich später mal. Sonst wird es das hier nicht geben. Das habe ich. Mikroskop habe ich schon zwei. Das brauche ich jetzt nur wirklich nicht zum dritten Mal einsammeln. So, hier geht es aber nochmal durch. Ah ja. Da sind wir jetzt von der Seite hier. Okay, das bringt mir aber jetzt hoffentlich. Moment, wir schwimmen mal hier zurück. Gab es doch irgendwo, hier gab es ja auch Luft, genau. Hier haben wir den Flugschreiber gefunden. Ich schwimme mal hier an die Seite, da kann jetzt erstmal nichts passieren.
So, ich hoffe, dass ich jetzt den Zugang vom Captain gefunden habe. Was gab es hier? Datenbankfehler auf deinem PDE. Stoßkanonenbauplan wurde aktualisiert. Okay, wir haben einen großen Probenbehälter. Und den Probenanalysator. Nicht funktionsfähig. Was können wir vom Schwarmbewusstsein auf Strata 6 lernen? Okay, wir sind weitergekommen, aber ich habe immer noch diesen dämlichen Captain-Code nicht. Den Code vom Captain habe ich immer noch nicht. Das heißt, ich habe hier immer noch irgendwas übersehen. Moment, von hier bin ich gekommen. Genau, hier sind wir reingetaucht. Gibt es hier jetzt noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht übersehen habe? Müssen das Ganze hier nochmal abgehen, abtauchen in dem Fall. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was man reparieren kann. So, hier vielleicht noch irgendwas. Die Daten habe ich ja schon. Wo ist dieser dämliche Zugangscode für die Captain's Koje? Das muss doch irgendwo sein. Ich irgendwas im Labor übersehen. Noch mal so einen großen Probenbehälter. Ich packe ihn mal sicherheitshalber ein. Mein Inventar fast voll. Wir nehmen sehr viel Platz weg. Ich meine, es gibt da hier jetzt einen zweiten Ausgang, den ich nehmen kann. Dann bin ich viel schneller wieder zurück. Irgendwas habe ich übersehen, wenn ich nur wüsste, was. Moment, bin ich hier irgendwo der Ausgang? Ah ja, hier war der Ausgang, genau. Hallo? Musst du mal auf zu schwimmen und läufst bitte? Danke. So, okay, dann gehen wir halt mal raus, schwimmen zur Motte zurück und dann muss ich tatsächlich zurückfahren. So leid es mir tut, aber es ist schon wieder dunkel. Jedes Mal, wenn ich hier rauslaufe, ist dunkel. Aber es bringt mir nichts, jetzt hier noch weiter zu suchen, wenn mein Inventar schon wieder voll ist. Und diesmal, ich vermute, dass ich diese Probenbehälter brauche, sonst hätte ich sie vermutlich nicht aufmachen können. Aufmachen. Aufsammeln können. So, hier, ja gut, den Weg hätte ich mir gerade sparen können. Einfach direkt ins Wasser springen können. So, dann haben wir mal wieder unseren Gleiter rein. Dann fahren wir zurück zur Motte und hoffen wieder, dass uns der Leviathan in Ruhe lässt. Und dann muss ich jetzt wohl doch zurück zur Basis fahren, alles ausladen und dann halt doch noch mal zurückfahren. Irgendwas habe ich übersehen. Auch wenn ich wirklich aktuell null Ahnung habe, wo ich was übersehen haben könnte. Die Brombehälter sind nur Deko und damit hallo erstmal. Ah, schönen guten Abend und vielen Dank für den Hinweis. Gut, jetzt bin ich schon auf dem Heimweg, weil ich muss so oder so ausladen, habe alles voll. Aber gut zu wissen, ich hätte jetzt gedacht, die brauche ich vielleicht in der späteren Story, aber gut, so kann man sich täuschen. Aber trotzdem gibt es doch bestimmt noch was Interessantes in dem Captain's Raum und da fehlt mir der Zugangscode und ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekomme. Oder ist das, ich meine, es wäre natürlich auch möglich, dass das nur was ist, um dem Spieler den letzten Nerv zu rauben und dass man da eigentlich gar nichts findet. So, weiter Weg zurück, aber muss man auch mal machen.
Mein paar Sachen habe ich ja gefunden. Dann habe ich wieder einen Haufen Deko mitgenommen. Ich habe auch diese dämlichen Reisentaschen. Ja gut, nicht Reisentaschen habe ich nicht mitgenommen. Ich habe nur eine mitgenommen. Ich habe keine Ahnung wieso, ich habe es halt getan. Dass ich meine Basis ein bisschen wohnlicher gestalten kann, vermutlich. So, sind wir dann gleich da. Gibt dann einfach noch zu viel. Ich könnte natürlich mal anfangen, den Krebs zu konstruieren. Wenn ich jetzt eh schon zurückgefahren bin. Das kenne ich. Wenn was rumliegt, wird es mitgenommen. Ja, genau. Ich meine, da ich das Spiel ja nicht kenne, weiß ich ja nicht, ob ich es nicht doch irgendwann mal brauche. Ich habe auch das dämliche Modellauto mitgenommen, aber das habe ich dann wenigstens neben meinem Bett gelegt. So, also die Brombehälter sind Deko. Dann dekoriere ich doch einfach mal. Wobei, Moment, ich kann doch jetzt seit neuestem. Wo ist meine Ausrüstung? Hier. Ich kann doch seit neuestem. Halt, ich soll die natürlich auch runterziehen. So einen schönen Labortisch bauen. Das ist wahrscheinlich auch völlig unnötig, aber das wird jetzt gemacht. Hier in meinem Schlafraum. Innenelemente, ne, Innenmodule, ne, sonstiges. Schreibtisch, Labortisch, zweimal Titan. Bringt zwar wahrscheinlich einfach nur auch Deko, aber das baue ich jetzt. Ich habe keinen Platz, dann trinken wir mal was. Jetzt habe ich Platz. So, ja, aber trotzdem muss ich nochmal zurück, weil ich will in diese Captain's Co. hier rein. Wenn ich es beim nächsten Mal wieder nicht schaffe, dann gebe ich auf. So, Labortisch. So, kann ich jetzt? Ja, das kann ich. Inventar voll. So. So. Hier kann ich doch jetzt theoretisch, auch wenn es nur Deko ist, sieht so professionell dann aus. Ha. Sieht fast so aus, als hätte ich hier eine Laborausrüstung, auch wenn nichts funktioniert. So, die ganzen Feuerlöscher brauche ich. Ja gut, die könnte ich noch brauchen. Ich könnte es auch noch ein bisschen wohnlicher gestalten hier, wenn ich eh schon mal hier bin. Ist der ganze Rotz nämlich auch gleich mal aufgeräumt. Einmal. Na, komm schon. Zweimal. Hübsch sieht's aus. Sind kleine Tipps okay oder willst du alle selbst ran? Nein, kleine Tipps sind okay. Also grundsätzlich gespoilert werden will ich nicht, aber kleine Tipps sind sogar jederzeit willkommen, denn sonst verrennt man sich in dem Spiel manchmal an manchen Stellen. Also das sage ich definitiv nicht nein. Also wenn du mir zum Beispiel einen Tipp geben kannst, wo diese, wie ich in diese... nee, Moment, anders gesagt. Wenn du mir einen Tipp geben kannst, dass ich in die Kapitänskajüte überhaupt reinkomme und diesen Code tatsächlich auf der Aurora finde, dann reicht mir das schon. Wenn du mir allerdings sagst, vergiss es, das ist nur ein Joke, da gibt es eh nichts zu finden, dann verschwende ich jetzt hier nicht noch 3 Spielstunden und fahre nochmal zurück und gehe da rein und suche mich zu Tode. Solche Tipps nehme ich gerne an, aber jetzt nicht zum Beispiel sagen, schwimm hier rechts, schwimm hier links und das möchte ich schon meistens selber rausfinden. Ansonsten frage ich nach und sobald ich nachfrage, darf er mir auch gerne sagen, wo es ist. So, die Mütze, die blaue Kappe braucht wahrscheinlich auch kein Mensch. Warte, die schmeiße ich hier einfach auf den Boden. Neben das Auto. Oder nee, die schmeiße ich auf mein Bett. So. Sieht so aus, als würde ich dann mit Mütze schlafen. Man kann die Kajüte rein, aber den Code dafür findest du nicht auf der Aurora. Ah, okay. Herzlichen Dank. Ja, dann
Das hilft mir schon was, weil sonst wäre ich nämlich jetzt wieder zurückgefahren und hätte bestimmt noch eine Stunde damit verbracht, irgendwas zu suchen und werde es nicht finden. Dann kann ich ja auch die ganzen Feuerlöscher wieder ausladen. Die brauche ich nämlich dann nicht. Ich laufe immer in die falsche Richtung. So. Feuerlöscher raus. Die brauchen wir dann nicht mehr. Ach, ich habe hier noch eine graue Kappe. Schmeißen wir die auch aufs Bett. So. Bitteschön. So, was müssen wir jetzt noch loswerden? Das Essen, Medikits, die kann ich eigentlich mitnehmen. Die Schubkanone, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Die ganzen Batterien brauche ich vor allem nicht. Sind die eigentlich voll oder sind die leer? Voll. Leer. Voll. Moment. Taschenlampe können wir austauschen. Das können wir noch austauschen. Konstruktionswerkzeug könnte ich auch austauschen. Sehr schön. So, dann wechseln wir hier mal zweimal raus und du gehst rein. Du gehst rein. Ah ja, mal nochmal eine leere, okay. So. Haben wir noch Platz, sie überhaupt unterzubringen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe doch schon so Probenanalyse und das Zeug, das kann ich doch alles wegwerfen, braucht doch kein Mensch. Wahrscheinlich ist es eh nur Deko. Vermute ich jetzt mal. So, dann wird der nächste Schritt sein, einmal auf den dämlichen Kommunikator zu tippen. Kann ich das so rauswerfen? Ja. So, bitte weg mit. Das eine Pfund, das du gefunden hast, ist übrigens ein kleines Easter Egg. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden du meinst, aber wahrscheinlich ist es ein Hinweis auf irgendein Computerspiel, das ich nicht kenne. Das hier wird es nicht sein, weil das ist der einfache Krebs. Geht es wahrscheinlich hier rum. Irgendwelche Drachen und ja, wird wahrscheinlich das hier sein, ne? Das Natural Selection 2 Poster, okay, ja, alles klar. Ja, das Spiel kenne ich nicht. Deswegen wäre es mir gar nicht aufgefallen. So, okay, also, haben wir alles ausgetauscht. Batterien sind einigermaßen voll. Gut, der Scanner 69, das passt. Der hat 76, das passt auch. Ich habe gegessen, ich habe getrunken. Dann drücken wir doch jetzt einmal nochmal auf den Kommunikationsknopf. Schauen wir, was der uns jetzt verrät. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda. And we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Super, das hat mir jetzt gebracht. Nichts hat mir das gebracht, schade. Okay, Natural Selection 2 ist ein anderes Spiel von den Devs, das auch im Universum von Subnautica spielt. Ah, okay, gut. Ja, ich bin erst jetzt in das Universum von Subnautica reingekommen. Ich habe es kennengelernt jetzt wegen den Let's Plays von, beziehungsweise wegen den Livestreams über Below Zero. Ich hatte davor tatsächlich überhaupt nichts mitbekommen, dass es das Spiel überhaupt gibt. Weil wenn, dann hätte ich das schon vor 3 Jahren gespielt. Und ich finde es nämlich absolut klasse. Deswegen muss ich jetzt erstmal den ersten Teil spielen, bevor ich mich um den zweiten Teil kümmere. So, jetzt muss ich nur mal kurz leeren. Also mit dem Gerät macht man auch so viel Salz. Auch kein Mensch. Zumindest noch nicht. So, ich wollte eigentlich noch einen weiteren Hinweis, wo es jetzt hingeht. Und dann halt nicht. Wie viel Fisch hat denn der noch drin? Er hat immer noch nur einen einzigen Fisch verbraucht. Also der wird noch eine Weile laufen. Ja, was mache ich denn? Den Krebs könnte ich jetzt konstruieren, wenn ich doch eh schon dabei bin. Baupläne, was brauchen wir denn für den Krebs alles? Brauche ja noch ein zweites Tauchdock. Oder ich parke meine Motte um. Zwei Möglichkeiten gibt es. Der Zyklop wäre mir tatsächlich auch lieber, aber den habe ich noch nicht. Wo ist der Krebs hier? Zweimal Blastahl,
Zweimal Aerogel habe ich, immer jetzt Glas. Diamant, Blei habe ich. Und wir nehmen jetzt erstmal zweimal Blei, zweimal Diamanten. Ja. Zweimal Blei. Zweimal Diamant. Habe ich doch hier, glaube ich, noch das Aerogel irgendwo drin. Aber Quarz müssen wir machen. 1, 2, 3, 4. 2 Pirschutzzähne. Dann können wir das emaillierte Glas bauen. Einmal Glas. Zweimal Glas. Und das emaillierte. So. Jetzt der Blastahlbarren, was war denn der nochmal? Was brauche ich? Ich glaube Titanbarren dafür, wenn ich mich richtig weiß. Ja, zwei Titanbarren und Lithium. Habe ich zwei Titanbarren? Ich glaube nur einen. Ja, nur einen, also 10 mal Titan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zweimal Lithium. Wo bist du? Ja. 1, 2, 3, 4 Lithium. So. Titanbarren. Und dann zweimal Blastahl. Jetzt müsste ich doch theoretisch alles haben. Für den Krebs, wenn ich richtig gerechnet habe. Ah, das Aerogel. Wo habe ich denn das reingeschmissen? Hier drin? Nein. Ich hatte zweimal Aerogel, das weiß ich. Zumindest einmal hatte ich es. Zur Not muss ich es halt kurz machen. Ja, ach, einmal hatte ich es erst, okay. Dann machen wir es halt noch ein zweites Mal. Brauchen wir dafür Gelsack und einen Rubin. Auch das müsste ich haben. Nämlich genau einen Rubin habe ich noch. Reicht ja. Mehr brauchen wir nicht. So. Dann werde ich damit vermutlich zur mobilen Fahrzeugstation flitzen müssen. Die ich immer noch nicht umgesetzt habe. Hätte ich eigentlich auch schon längst mal machen können. Wo ist er hier? Das mache ich jetzt auch. Ich setze die um, denn spätestens wenn ich den Zyklop irgendwann mal in ein paar Jahrhunderten habe, dann muss ich da wieder rüberfahren und da bauen und dann wieder zurückfahren. Wir nehmen sie einfach kurz mit und setzen sie direkt über unsere Basis aus. Nein, ich möchte nicht klettern. Hallo? Ich möchte dich mitnehmen. Geht das irgendwie? Das muss doch gehen. Nicht irgendwie einpacken? Ist ja dämlich. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir es halt so. It is normal when first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. So. Ja, ist ein Gefühl der unbegrenzten Macht. Ja, eben, ich bin auch der Meinung, dass man die wieder einpacken kann, aber warum ich das jetzt gerade nicht konnte, ich weiß es nicht. Okay, ich kann damit quasi springen und laufen. Okay, verstehe. Interessant. Jetzt müssen wir das Ding halt natürlich noch ein bisschen modifizieren. Okay, aber arg weit hoch komme ich damit auch nicht. So.
park den einfach mal hier. Was hat denn der jetzt für Module eigentlich schon drin? Wahrscheinlich gar keins. Also Energiezellen. Okay, der braucht jetzt die in normalen Energiezellen, verstehe. Der hat schon... Ah, der ist sehr schön. Der hat schon ein eigenes Lager. Das ist schön. Moment, kann ich das hier machen? Ne, hier kann ich nichts modifizieren, wenn ich drin bin. Wo mache ich denn seine Modifikationen denn rein? Ah, hier. Wie viel Platz haben wir? Okay, das sind die beiden Arme, die ich reinmachen kann und vier Erweiterungen. Okay, alles klar. Dann schauen wir nochmal, was ich mir überhaupt schon leisten kann. Und nebenbei das Trinken nicht vergessen. So, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. So. Also, was ich tatsächlich haben möchte, ist auf jeden Fall den Bohrer. Den kann ich, glaube ich, auch als einziges bisher bauen, denn ich kann weder Benzol machen. Gut, den könnte ich auch machen, die Schubkanone. Ich habe keinen kristallinen Schwefel, ich habe noch kein Nickelerz gefunden. Das kann ich auch nicht machen. Polyanilin kann ich noch nicht machen. Tiefenmodul kann ich auch nicht machen. Kein Nickelerz, kein Rubin. Torpedoarm, den könnte ich noch machen, aber die Torpedos, machen die überhaupt Sinn? Also ich stelle mir die Sinnfrage noch, ich habe sie noch nicht benutzt. Gut, wir können also den Bohrerarm machen und das war's eigentlich schon. Und die Schubkanone theoretisch, aber weiß nicht, ob ich die benutze, aber den Bohrerarm machen wir auf jeden Fall mal. 5 Titan, 1 Lithium, 4 Diamanten. Tatsächlich blöd, dass ich nur so wenig machen kann, aber so ist es halt. So 4 Diamanten. 1, 2, 3, 4. 5 mal Titan. Ich habe jetzt bald auch kein Titan mehr. Ich muss mal wieder Titan einsammeln. Hier 5 und einmal Lithium war es, richtig? Ja, einmal Lithium. Juhu! Ein Bohrerarm. Jetzt könnte ich zumindest in die lila Höhle runtergehen und da das ganze Zeug abbauen. Hier habe ich ihn abgestellt. Dann schmeißen. Ach, schon wieder Nacht draußen. Hey. Ich habe das Gefühl, hier ist es öfter Nacht wie Tag. So, dann bitte den Krebsbohrerarm hier rein und sonst habe ich ja echt noch nichts. Du kannst auch zum Beispiel Frachtmodule einsetzen. Ah ja, stimmt. Die kann ich, stimmt, das sind ja diese Universaldinger. Die habe ich ja in die Motte auch eingesetzt. Stimmt, danke für den Hinweis. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das sind nämlich die Universalmodule. Gut, die Rumpfpanzerung. Maschineneffizienzmodul. Jetzt ist natürlich die eine Frage. Ich glaube, wenn ich da runterhüpfe, komme ich gar nicht mehr raus. Das ist meine Angst. Titan, aber ich mache trotzdem mal ein Frachtmodul noch rein. Weil der ist ja jetzt nicht so hoch im Springen gewesen. Und dieses Antriebsmodul kann ich ja noch nicht reinmachen. Hier ist mein Titan. 1, 2, 3. Lithium. So, ein Frachtmodul. Bauen wir das mal ein. Ohne Wurfhaken und oder Sprungtriebwerk wird es echt schwer aus der Höhle zu kommen. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, super. Das bedeutet, ich kann ihn jetzt vermutlich erstmal nur sehr begrenzt benutzen. Schade drum. Hat mich schon gefreut. Weil da unten gäbe es so viel Lithium, dass ich jetzt abbauen könnte und Magnetit und alles Mögliche. Habe ich nie. Ach so, das Mikroskop. Schade. Dann werde ich an der Stelle erstmal die YouTube-Folge beenden.
Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.